Hallo ihr Lieben, frohes neues Jahr und herzlich willkommen. Wir werden dieses Jahr wieder richtig toll basteln. Montags um 14 Uhr geht's wieder los und wir starten heute mit Loredana. Hallo. Was machen wir denn heute schön? Vielleicht erzählst du uns erstmal ein bisschen. Ja, wir arbeiten heute mit ganz tollen Materialien und mit Herz, beziehungsweise mit Herzen. Zufälligerweise heißen wir auch Ideen mit Herz. Also kommen ganz viele tolle Ideen mit Herz und Herzen. Ja, und dann haben wir noch dieses Jahr etwas ganz Besonderes. Wir feiern nicht nur den Beginn des Jahres, sondern 20 Jahre Ideen mit Herz. Und dafür gibt es jeden Montag dann nochmal ein ganz besonderes, ja, 20-jähriges Jubiläumsangebot für euch. Also ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Es wird ein tolles Basteljahr. Und wir sind gespannt, was ihr schon alles bastelt, wie ihr gestartet habt ins neue Basteljahr, sage ich jetzt auch mal. Und natürlich haben wir wie immer Angebote für euch vorbereitet, die heute und morgen gelten. Und wir haben so viel geplant, also es wird eine sehr interessante Show. Einige haben es vielleicht schon mitgelesen. Wir basteln sogar heute zusammen mit euch. Da gibt es was ganz Spannendes, super einfach und total so effektreich. Ja. Wir machen schon ein bisschen. Also wenn Kinder dabei sind, die dürfen auch gerne mitmachen, das ist sehr einfach. Ja, also ruft uns auch gerne an unter der Nummer 0521-23810. Da könnt ihr das natürlich auch in der Hotline bei uns bestellen oder ihr guckt einfach bei uns im Shop. Viele von euch kennen es natürlich. Einfach auf der Startseite schauen, da finden wir alle Empfehlungen und alle Angebote nochmal zusammengefasst für euch und natürlich das Video immer wieder zum Nachschauen. Genau, und einfach den Beitrag hier teilen, damit ihr dann auch wieder am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Einfach, auf Teilen gehen, nicht in Gruppen, sondern auf eurer Pinnwand und dann seid ihr auch gleich schon automatisch mit im Lostopf. Und, am und es Ende gibt wieder ein schönes Überraschungspaket, ne? Ein tolles Überraschungspaket von Ideen mit Herz. Genau, mit Herz. Mit Herz. Mit Herz. Genau, also einfach den Beitrag teilen und am Ende der Sendung losen wir dann einen Gewinner aus. Seid auf jeden Fall da auch fleißig am Teilen. Und bevor wir jetzt loslegen, schauen wir natürlich eure Bilder an, die ihr uns zugeschickt habt. Wir haben wirklich so, so viel bekommen von euch. Danke, danke, danke. Es freut uns immer wieder, eure Bilder uns anzuschauen. Wir haben uns auch alle weihnachtlichen Motive, die ihr uns zugeschickt habt, angeschaut. Wir wollten jetzt aber frisch ins Jahr starten mit den aktuellen Bastelarbeiten. Deswegen schauen wir da mal rein, was von euch gekommen ist. Genau, aber die Idee, die haben wir es uns nicht nehmen lassen, die zu zeigen. Und das war ja eine von deinen Ideen, Silvana, ne? Total die süßen Wichtelmänner mit den Tannen und mit dem Fellband, super süß, von der Regina. Echt klasse aus. Und hier nochmal Schmuck. Also dieses Jahr wird bestimmt auch nochmal was Neues kommen im Bereich Schmuck, was wir euch da zeigen. Aber die Anhänger und die Armbänder sehen echt klasse aus. Total. Vor allem mit der Farbgebung. Sehr, sehr schön. Ne? Ja, und hier hat die Monika auch nochmal schön mit Puring und mit Blattgold. Und hat ist wahrscheinlich im Wald spazieren gegangen, hat sich ein paar Blätter mitgenommen und hat die schön vergoldet und auf eine Leinwand geklebt. Sehr schön. Und hier gibt es auch nochmal Steine. Wow, sieht das schön aus. Einmal die Dotting-Technik und dann nochmal ein Schmetterling. Klasse. Sehr schön. So, vielen lieben Dank an die ganzen Bilder. Schickt uns gerne immer wieder Bilder an facebook@ideenmitherz.de. Genau. Und wir versuchen dann so viel wie möglich hier bei uns zu zeigen, um euch zu inspirieren, um uns natürlich auch zu inspirieren und uns einfach mal auszutauschen, was ihr so macht. Und wir starten vielleicht schon direkt mit der ersten Aktion, damit du schon basteln kannst. Also schauen wir einfach mal rüber, was es da gibt. Und zwar ist unser erstes Angebot, wir haben ja gesagt, heute dreht sich alles ums Thema Herzen. Unsere Kartenhalter in Herzform und die sind auf 7,97 Euro reduziert. Die Artikelnummer ist mit angegeben. Die seht ihr jetzt eingeblendet und ihr bekommt insgesamt 25 Kartenhalter. Die könnt ihr super benutzen zu feiern, sei es für eine Hochzeitsfeier, Geburtstag. Und damit könnt ihr so ganz liebevolle Kartenhalter machen mit dem Namen drauf oder einfach mal so einen lieben Spruch. Da gibt es gleich auch noch mal ganz tolle Ideen, die du uns gleich zeigen wirst, was wir damit machen können. Da könnt ihr nämlich Fotos, Notizen, Bilder, Gutscheine, Nachrichten und alles drauf machen. Und unser zweites Angebot in diesem neuen Jahr sind unsere Diamant-Deko-Bänder. Da könnt ihr das einmal in Silber, in Gold oder auch in Kupfer erhalten. Die sind auf 99 Cent jeweils reduziert, also jede Rolle jeweils auf 99 Cent. Und da habt ihr insgesamt 12 mal 250 cm pro Rolle. Und das könnt ihr
unglaublich schön als Tischläufer, so wie wir es jetzt hier schon im Hintergrund sehen, dekorieren. Und was können wir noch alles damit machen? Das erklärst du uns vielleicht nochmal, Loredana. Ich glaube, wir starten einfach mit den Kartenhaltern, die du jetzt nochmal ganz anders dekoriert hast. Ja, da haben wir einfach mal ein Podest genommen. Die kennt ja jeder hier von den Torten, ne? Die schönen Torten, die wir mit Schokolade oder mit anderen Sachen verschmücken, haben wir uns jetzt einfach mal gedacht, machen wir die Kartenhalter drauf. Vielleicht können wir es auch nochmal vom Nahen zeigen. Da sind die Kartenhalter dann draufgeklebt. Und dann haben wir natürlich hier so ein paar Fotos von uns mit drauf gesetzt, von unseren ganzen Facebook-Live-Shows. Warte mal, wir sind auf dem Kopf, so. Genau, der Vogel hat es heute ein bisschen eilig. Ja, hier haben wir die Kartenaufleger, einfach nicht die Kartenaufleger, die Kartenhalter, genau. Nicht nur, wie du schon gesagt hast, für Hochzeiten, für Kommunion. Die habe ich zum Beispiel bei meiner Tochter auch auf der Kommunion gehabt, ne, mit den schönen mit Namen drauf und so. Oder aber wir können unsere Podeste auch wieder wie eine Torte gestalten, so wie hier. Und zwar werden die dann hier in verschiedenen Höhen, dann kann man einen Gutschein verschenken oder Geld oder sonstiges kann man hier an diesen Kartenhalter natürlich auch dran klemmen. Ne? Und da sehen wir auch schon das Dekoband, richtig? Genau, ich wollte es gerade sagen. Hier ist unser Dekoband noch schön eingesetzt und da haben wir, das funkelt richtig schön. Also nicht nur als Tischläufer, sondern einfach auch, um wirklich schöne Sachen damit zu dekorieren, ist das sehr, sehr geeignet. Also es ist total schön. Dann halte ich das mal fest und du zeigst uns schon die nächste Idee, die wir auch mit dem Dekoband machen können. Ja, wir können auch einfach so Tischsets machen, hier so zum Beispiel zu Weihnachten oder auch allgemein, wer auf Hirsche steht. Ich habe eine Freundin, die mag super gerne Hirsche, die hat das ganze Jahr Hirsche dekoriert. Also hier ist ja auch wieder unser Dekoband. Ne? Und dann schlicht mit unseren Fließstoffen hätten wir dann nochmal so ein Tischset, ne? Teller drauf und dann sieht eine Tafel total schön aus. Schön. Sehr, sehr toll. Vor allem passt das dann so harmonisch zum Tischläufer. Genau. Ihr könnt da einfach auf die Rückseite die Windradfolie, die einseitig klebende und dann einfach draufkleben den Vlies sowie auch das, das Band und schon habt ihr eine richtig tolle Tischdeko. Total schön. Wer weiß, was ihr da dieses Jahr alles feiert. Und ich lese auch schon, also es freut mich so sehr. Also alle wünschen uns natürlich ein schönes 20-jähriges Jubiläum und auch ein neues Jahr. Genau. Ist unglaublich, wie sich alle schon wieder aufs neue Bastejahr freuen. Wir auch. Also wir waren hier schon am Rumrennen und aufgeregt. Wir waren total aufgeregt. Endlich geht's wieder los. Und das waren unsere ersten Ideen, die wir für euch hatten. Und wir schauen jetzt einfach nochmal weiter, denn es gibt heute noch so vieles. Und weiter geht's nämlich mit unseren Zauberballons. Da habt ihr nämlich unterschiedliche Motive. Die sehen richtig klasse aus. Und das Tolle ist, ihr könnt die hier mit so einem Ständer einfach auf den Tisch packen. Loredana zeigt uns gleich auch, wie das funktioniert. Denn ihr bekommt die so nach Hause. Und da könnt ihr unterschiedliche Grüße mit verschenken oder einfach mal auf dem Tisch stehen lassen, wie zum Beispiel herzlich willkommen bei der Geburt oder auch mal eine gute Besserung wünschen. Also so ein Ballon ist echt ganz liebevoll gemacht. Oder vielleicht passend zur Tischdeko dann einfach mal willkommen. Oder, das finde ich auch richtig klasse, ne? Auch mal für einen Herren was. Prost als Motiv. Und wenn ihr die Ballons bestellt, die sind auf 97 Cent reduziert. Die Artikelnummer ist jetzt auch eingeblendet. Das ist die 008977. Und da könnt ihr jeden Ballon jeweils für 97 Cent erhalten. Und da ist auch eine Anleitung mit dabei, falls ihr es nach Hause bestellt. Aber du zeigst uns jetzt auch nochmal, wie wir das machen. Dann gebe ich einfach mal ab zu dir und du erklärst uns einmal ganz schnell, wie das funktioniert. Also hier die sind so gefüllt und da ist... Man legt sich die einmal auf den Tisch. Vielleicht zeigen wir das einmal von oben. Und sieht jetzt ein bisschen brutal aus, aber man muss, man muss einfach draufhauen. Und sobald man draufgehauen hat, hört man auch schon, dass sich der Luftballon mit Luft füllt. Und man muss das Ganze noch mal so ein bisschen schütteln. Es dauert halt immer ein bisschen, aber er bläst sich jetzt ganz langsam auf. Genau, und dazu gibt es dann auch immer einen Stiel und einen Fuß. Ne? Genau, wir haben dazu dann auch noch einen Stiel und einen Fuß. Sobald er sich aufgeblasen hat, kann man den Stiel hier einfach befestigen und dann schließen und
aufs Podest stellen, damit es steht. Es dauert jetzt hier gerade einen Moment. Sollen wir gerade einen aufgeblasenen zeigen? Oder in der Zeit, also dann sehen wir ja gleich, genau. Genau, den können wir ja beim Basteln aber immer man sieht an der schon, Ecke. Ja, man sieht schon, wie sich das hier füllt. Ne? Das dauert. Und so sieht es dann halt nachher aus. Ne? Ist natürlich auch so ein bisschen seitlich, dann seht ihr schon so einen kleinen Prozess, der da stattfindet. Ihr könnt das zwischendurch auch immer wieder so ein bisschen schütteln. Ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast. Ja, hatte ich. Ja, hatte ich. Und dann lassen wir das einfach vielleicht da liegen und wenn du gleich weiter bastelst, sehen wir natürlich immer wieder, wie sich der Ballon weiterentwickelt hat. So, während wir gleich nochmal reinschauen, wie unser Ballon sich aufgeblasen hat, gehen wir einmal weiter zur nächsten Aktion. Wer es von euch vielleicht schon bei uns im Shop gesehen hat, unsere ganzen Doré-Artikel sind reduziert. Und ich starte einfach mal mit unseren tollen Doré-Karten. Die gibt es in unterschiedlichen Größen. In B6, in C6 und natürlich auch in ganz tollen verschiedenen Farben. Die sind alle auf 1,97 reduziert. Wenn wir so ein bisschen näher rangehen, dann sehen wir diesen tollen Schimmer. Der gibt es gleich auch, eine richtig tolle Bastelidee, darauf freue ich mich heute schon. Die gibt es natürlich in so einem Champagnerton oder auch mal in Schwarz, in Weiß oder in diesen tollen frühlingshaften Pastelltönen. Sieht natürlich auch klasse aus. Wir haben dann noch weitere Doré-Artikel bei uns reduziert. Das ist zum Beispiel einmal unsere Corsage. Da gibt es gleich auch was super Schönes zu sehen und natürlich auch unsere Briefumschläge. In zwei verschiedenen Größen. Die sind auch nochmal reduziert. Die Artikelnummern sind da auch eingeblendet. Seht ihr dann gleich. Und nochmal unseren Karton. Den gibt es auch nochmal. Damit könnt ihr basteln, stanzen und vieles mehr. Und im Hintergrund sehen wir jetzt nochmal was ganz Besonderes, denn das ist unsere weitere Aktion. Wir haben nämlich unsere Deko-Kartons mit den Farbverläufen reduziert, extra für euch auf 4,97 Euro. Die Artikelnummer ist eingeblendet und wir haben jeweils zwei Sortierungen. Wir haben einmal die mit den starken Farben und da gibt es insgesamt 5 unterschiedliche Farbverläufe, die ich euch jetzt einfach mal zeige. Und insgesamt habt ihr da 30 Bogen in dem Set, was ihr nach Hause bekommt, oder ihr sagt, hey, ich möchte lieber die etwas helleren Töne, von denen gibt es dann 10 unterschiedliche Designs in den Farbverläufen und da schauen wir uns auch einmal nochmal die ganzen Farbverläufe an, die ihr nach Hause bekommt. Ach, richtig schön für den Frühling, ungemein schön, ne? Also damit wird das Basteln im neuen Jahr richtig Spaß machen für Ostern. Im Frühling, zum Geburtstag, da könnt ihr ganz, ganz vieles noch mitgestalten. Und die sind reduziert auf 4,97 und vielleicht schauen wir uns gleich einmal an, was du alles machst. Also ich glaube, du startest mit den Grußkarten, mit dem Farbverlauf. Ja, ich zeige einfach nur mal ein Muster und dann zeige ich was Schönes mit dem Doré-Papier. Ja. Okay, genau. Dann geht's los. Also die erste Bastelidee heute, die wir mit euch basteln. Im Jahr 2022. Genau, einfach hier diese Doré-Papier bzw. die Karte mit einem schönen Farbverlauf. Einfach so ein Herz ausstanzen mit einer Stanzschablone drum kleben und an die Ecken. Das sieht schon total super aus. Also, also schnell und einfach gemacht. Ne? Dann kommen wir aber nachher nochmal zu der Karte. Basteln wollen wir jetzt einmal mit dem Doré-Papier. Und zwar möchten wir so eine Pop-Up-Karte basteln. Und zwar schauen wir uns das mal von oben an. Genau. Und zwar haben wir hier einmal eine Karte schon vorbereitet, beziehungsweise damit man halt auch sieht, wie das auszusehen hat nachher. Also das ist halt hier so eine Karte, die sich dann hier so öffnet und schließt. Wir nehmen uns einmal das Doré-Papier und haben hier einmal eine durchgezogene Linie, die ist 10 cm. Und hier sind die immer 4 cm. Hier auch immer 4 cm. Und diese Höhe ist 7,5 ungefähr. An der durchgezogenen Linie schneiden wir und an der gestrichelten Linie wird perforiert. Das mache ich mal gerade. Das Interessante ist, ihr seht jetzt nur, dass da Loredana irgendwelche Striche zieht oder irgendwas ausschneidet. Aber da wird eine super schöne, auch spannende Karte mit einem tollen Überraschungseffekt.
Richtig. Also das ist wirklich, hat auch richtig Spaß gemacht, ne? Mit den tollen Herzchen, die wir gleich noch zeigen, mit den Stickern, die wir gleich verwenden werden. Genau, und dann hier noch einmal. Oh, Silvana schüttelt hier noch fleißig. Habe ich vielleicht nicht doll genug draufgehauen? Ich war nicht brutal genug. Das kann natürlich sein. Aber ich habe gehört, das ist noch am Aufblasen. Also da ist auf jeden Fall noch was im Gange. Ja, ich höre das noch Du hier. hörst das noch, ne? Genau. So, dann haben wir jetzt hier einmal geschnitten, hier geschnitten und hier und überall dort, wo ich ja jetzt gerade mit dem Prickelstift dran gegangen bin, haben wir ja quasi vorgenotet. Da wird dann halt gefaltet. So, Ich bin heute etwas zu zart, glaube ich. während du das Ja, aber hier sieht machst. man schon, ne? Hier knickt sich das hier. Genau. Und hier nach vorne. Und ja. Und hier auch einmal. Ich lese mal schon mal ein paar Kommentare, weil die sind so herzlich. Also, Eva schreibt zum Beispiel 20 Umarmungen zum Wow. Ah, Jubiläumsjahr. danke. Das ist ja süß. 21 zurück, würde ich das Ja, sagen. genau. Oder 22. Richtig. So. So, einmal. Und dann? Alles Liebe lese ich hier ganz oft. Jacqueline schreibt auch, die Ballons sind super. Ja, das geht so Ja, schnell. total. Man hat Also, alles, was man braucht. ja. Man kann es sofort aufstellen und einfach mitbringen. Vergisst natürlich nicht unser Gewinnspiel. Alle, die jetzt neu dazugekommen sind, ihr könnt einfach noch den Beitrag teilen und dann kommt ihr ja in so eine Lostrommel und dann losen wir am Ende der Sendung einen Gewinner aus, der ein richtig tolles Überraschungspaket von uns nach Hause geschickt bekommt. Also ich habe jetzt hier einmal diese Herzchen. Das sind Sticker. Die sind total süß. Die kann man aneinander kleben. Und dann hat man so Vorder- und Rückseite mit einem Draht dazwischen. Dann hat man hier so ein bisschen was Mobiles, sage ich jetzt mal, wo es was so richtig schön rausspringen kann. Und dann würde ich hier die einfach mal auf die Rückseite positionieren. Also so reinschieben, sage ich jetzt mal. So. Und dann kann man die mit dem Heißkleber, befestigen. Einfach auf die, ups, einfach die Rückseite, ne? Dann. Also das Tolle ist ja auch, wir haben die Doré-Karten in unterschiedlichen Größen, wodurch man schon einen tollen Rahmen dann hat. Ja. Und auf der Rückseite, wo Genau, mache dann ich? einfach mit Heißkleber kurz Die befestigen. Doré-Karte, also die farbigen, ne? Dann wieder in diesem hellen Beige-Ton und dann passt es wieder optimal zur inneren Karte. Ja. Also so, als wäre die Karte Genau. schon in einem so fertig gemacht. So, du tust jetzt alle Herzen da Ja. einfach rein und klebst sie mit Ja, Heißkleber auf. ich klebe das ganz versuche schnell. Ich glaube, viele von euch zu Hause sind schon ganz gespannt, was daraus wird. Ich glaube, wenn man nicht weiß, Nee, wenn was man du nicht gerade weiß, machst, überlegt denken man Sie, sich, ha, okay, was sie hat macht was sie da? Ja, reingeschnitten. genau. Jetzt klebt sie Herzen rein. Man Da könnte gibt es das jetzt noch hier auch eine mit zweite Tesafilm Karte. auf die Schnelle, genau, könnte man jetzt auch mit Tesa machen, ne? Aber ich mache das jetzt hier einmal mal kurz mit. Dann Genau. vielleicht können wir Und das dann noch haben wir mal. hier einmal, genau, zeigen wir nochmal von vorne. Das würden wir dann mittig einfach auf die größere Karte aufkleben. So, jetzt ist auch mir das Herzchen hier auseinander Ja. gegangen. Das kleben wir auch noch mal gerade schnell. Oh, Christine schreibt, ich bin froh, dass ihr wieder da seid. Alles Liebe zum Jubiläum. Wir sind auch echt so Froh, glücklich, dass ja. es wieder weitergeht. Genau. So, dann hätten wir hier die Herzchen platziert. Dann könnte man hier noch mehrere Herzchen rankleben, aber einfach nur, um zu zeigen, wie es generell geht. Einfach hier ein doppelseitiges Klebeband, unser Sticky Tape abziehen und auf eine größere Doré-Karte. Das ist auch so eine schöne, die schimmert auch ganz toll. Da gibt es ganz viele verschiedene Farben in Herrlich, einem ja. Set, ne? Und die platzieren wir dann halt hier drauf, mittig. Genau, unsere ganzen Doré-Artikel bei uns im Shop sind nämlich 50% reduziert. Sogar der Doré-Lack, Genau. den ihr vielleicht auch total toll findet, da sehen wir nochmal die Artikelnummer eingeblendet, selbst der ist 50% reduziert. Also da So. gibt es echt eine Menge, richtig klasse. Und die Corsage, da freue ich mich auch gleich schon, da hast du nämlich auch eine ganz tolle Idee Natürlich mit. radiert man sich diese Striche weg, aber das haben wir dann auch schon mal
vorbereitet. Und jetzt ist sie ein bisschen üppiger von innen verziert. Mhm. Und dann da da da. Wow. Also sieht klasse. Total klasse aus. Eine Pop-Up-Karte ja, gebastelt. Sehr schön. Und dann kann man sich ein Herz ausstanzen und mit Magneten versehen. Und dann hat man auch noch gleich einen Verschluss. Super. Und dann noch einen lieben Gruß vorne hin. Und dann habt ihr eine richtig tolle, effektvolle Pop-Up-Karte. Mhm. Super schnell und super einfach gebastelt. Total. Und das ist aber noch nicht alles, nein, was wir heute machen. Und vielleicht bereitest du schon mal das nächste vor. Also gleich gibt es noch ganz tolle Kartenideen und wir werden natürlich auch gleich mit euch zusammen basteln. Ich weiß nicht, wer hat schon alles die Bastelmaterialien vor sich liegen und ist gespannt, was wir heute machen. Genau. Und du zeigst uns jetzt nochmal, was du mit der Corsage machst. Also wir haben die Doré-Karte auch als Corsagenform und da hast du nochmal eine super tolle Idee gehabt, wie man sogar Teile, die wir eigentlich hier wegwerfen würden, nochmal benutzt hast. Also total im Bastelfieber. Also jetzt erkennt man natürlich gar keine Corsage, aber hier sind solche Elemente, die müssen wir erstmal raustrennen. Ja. Und dann klappt man das Ganze ja zusammen. Die sind hier auch schon vorgenotet, ganz praktisch. Und schon sieht es aus wie eine Corsage. Ah. Aber ich habe nur gedacht, schade eigentlich, dass man diese Teile so wegschmeißen muss. Und irgendwie habe ich gedacht, die sehen irgendwie aus wie Hasenohren, ne? Ja. Ja, dann habe ich einfach gedacht, okay, machen wir doch mal aus dem Doré-Papier eine Hasenkarte. Oh, und zwar sind das eigentlich Müll. Es ist eigentlich normalerweise etwas, was im Müll gelangt, wie du schon gesagt hast. Einmal auf zwei Schmucksteine. Hier kommen wir gleich noch zu. Und einem Knopf. Mhm. Alles quasi mit unseren Materialien. Ach super. Eine super schöne Hasenkarte. Aber natürlich haben wir die Corsagenkarte auch nochmal schön das klasse aus. Gestaltet. Mit Nieten und Schleifenband und einem schönen Dekolleté. Toll. So. Also Karin hat auch gefragt, ob es die Magnete bei uns gibt. Ja, gibt es bei uns. Wir können dir später natürlich nach der Show die Artikelnummer noch einmal aufschreiben. Dann geben wir dir per Nachricht Bescheid. Und jetzt machen wir was ganz Besonderes. Also alle, die vorab die Vorschau für die Show gelesen haben, wissen, wir basteln jetzt gemeinsam. Das heißt, ihr könnt jetzt eure Bastelmaterialien vor euch legen und bastelt mit Loredana etwas ganz Besonderes. Du hast ja eben schon ein bisschen verraten, was es wird. Ja. Wollen wir es schon auflösen oder wollt ihr, also vielleicht basteln wir einfach drauf los? Genau, ich würde sagen, wir basteln einfach drauf los. Das ist spannender, oder? Und ja, ihr bastelt und wisst noch gar nicht, was es wird. Ja, oder so. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Du erklärst einfach mal Schritt für Schritt, was wir machen, was wir brauchen. Ja, den Unterteller, ne? Oder Untertasse besser gesagt. Papier. Ja. Ich habe jetzt hier einfach so schönes Duo-Faltpapier genommen. Das ist ganz praktisch, weil man dann sich entscheiden kann, nehme ich die Seite oder nehme ich die Seite, ne? Genau. Und dann würden wir einmal von oben schauen. Jawohl. Und uns den Teller. Das A4-Papier, was wir euch empfohlen hatten, dann nehmen, falls euer Teller etwas größer ist. Richtig. Genau, dann einfach den Teller. Also wer einen großen Stanzer hat oder eine große Stanzschablone geht auch, aber so einen großen hatten wir jetzt nicht. Aber ich finde es einfach praktisch, weil man braucht sich einfach nur hier den Teller drauflegen, Umrandung zeichnen, ausschneiden. Jetzt denken alle so, was ist das denn? Ich bin mal gespannt, wer zu Hause gleich alles mitbastelt. Ja, einmal ausschneiden. So, vielleicht etwas nach vorne, genau, dann sehen wir das nochmal ein bisschen schöner. Sehr gut. Das machen wir. Geht das so? Ja, das sehen wir super. Gut. Okay. Also Rosmarie schreibt auch, ich liebe die Doré-Papiere, da kann ich heute zuschlagen, auf jeden Fall. Also alles, was bei uns im Shop mit Doré zu tun hat, ist 50% reduziert und die haben einfach so einen schönen Schimmer. Ja, die sehen so edel aus. Sieht echt traumhaft schön aus. Genau, jetzt haben wir hier einmal unser Papier. Und jetzt würden wir mit unserem Papier anfangen zu falten. Und zwar schaut man einfach, welche Seite man gerne möchte. Ich fange jetzt mal mit dieser an und man macht einfach eine Faltung in die Richtung. Dann dreht man das Blatt um und faltet es in der anderen Richtung auch nochmal, beziehungsweise auf der anderen Seite. Und immer so weiter, so dass ein Zickzack-Falz entsteht. Ja. Und du faltest weiter. Ich lese hier vielleicht noch mal ein paar Fragen oder Kommentare vor.
Bianca schreibt zum Beispiel, für was wird der Dorelack benutzt? Ihr könnt das zum Überziehen oder auch zum Lackieren benutzen. Also dann ist so eine richtig tolle Brillantschicht. Genau, auch so ein bisschen transparent, ne? Genau, ja. Und das schimmert richtig toll in so einem goldenen Ton und ist versiegelt natürlich. Es ist ja auch ein Lack, ist versiegelt und hat nochmal so einen tollen Goldschimmer, als hätte man da so mit Goldstaub, so wäre man so drüber gegangen. Mhm. Genau. Können wir vielleicht gleich auch nochmal bei einem Rohmaterial, was wir gleich haben, ich will nicht verraten, was es ist, einmal drüber pinseln, dann sieht man vielleicht den Effekt auch. Genau. Das ist dann jetzt hier so eine Zickzack-Musterung. Und jetzt würde ich das einmal in der Mitte falten. Und viele wissen jetzt vielleicht auch schon, was wir gebastelt haben. Das Thema der heutigen Sendung sind ja Herzen. Genau. Und ihr habt jetzt mit uns gemeinsam ein Herz gebastelt. Ja. Ja, ein Herz auf jeden Fall. Man kann sich das hier noch in der Mitte zukleben. Mit doppelseitigem Klebeband, mit Sticky Tape oder mit Trittstift, wie auch immer. Also dann hier in der Mitte kleben. Also die Corsage gefällt euch auch super und die Karte mit dem Pop-Up-Effekt ist natürlich auch was ganz Spannendes, lese ich hier. Auf jeden Fall. So, wenn wir jetzt so ein Herz fertig haben, du hast auch einige Muster, was wir alles damit machen können. Und da schauen wir vielleicht einfach mal, wie toll wir das jetzt, also erstens einmal toll als Tischdeko würde ich einfach mal so in den Raum werfen. Ja, auf jeden Fall. Aber wir können es natürlich auch weiter verbasteln. Zum Beispiel im Bereich Grußkarten hast du einiges vorbereitet. Hier haben wir zum Beispiel eine Grußkarte. Könnte ich mir auch auf einer Windradfolie richtig schön vorstellen. Ja. So ein einfach so draufsetzen, ne? So oder auf dieser Karte. Und je nachdem, wie groß euer Papier ist, also wie groß ihr den Kreis ausschneidet, werden dann die Herzen unterschiedlich groß. Schön. Ja, also es macht richtig Spaß. Ne? Man kann sich auch eine tolle Leinwand damit gestalten und die Herzchen dann halt draufkleben. Ach, wie schön. Also ich finde das zum Beispiel auch, es ist schlicht, aber es ist schön. Ne? Es zeigt gleich schon sehr viel Liebe, wie draufsteht. Also das war mal was ganz Neues in diesem Jahr, denn wir versuchen jetzt öfter mit euch zu Hause zu basteln. Ja. Wir werden es nicht jede Sendung schaffen, aber wir versuchen immer wieder euch dann vorab schon zu sagen, hey, schnappt euch die und die Artikel und dann werden wir zusammen basteln und hoffen natürlich, dass ihr zu Hause fleißig mitmacht. Ich halte jetzt etwas ganz Besonderes in der Hand. Wir haben ja gesagt, wir haben unser 20-jähriges Jubiläum. Also es gibt jetzt 20 Jahre Ideen mit Herz. Und dazu gibt es natürlich jeden Montag jetzt ein tolles Jubiläumsangebot. Und da schauen wir gleich einfach mal rüber, was das ist. Ich muss einfach mal dieses Plakat hier ablehnen. Danke. Ich halt's fest. Und wir gehen jetzt einmal rüber und gucken, was unser Jubiläumsangebot für heute ist. Das sind unsere Holzklammern mit den Herzen. Da habt ihr insgesamt 100 Herzen mit dabei. Und das sind so ganz kleine, niedliche Klammern, die wir super in unsere Bastelarbeiten einbauen können. Wir können damit zum Beispiel Anhänger irgendwo befestigen. Wir können aber auch ein tolles Gastgeschenk daraus machen. Wieso, weshalb, das wird Loredana uns gleich erklären, denn die könnt ihr eigentlich fast schon überall verwenden. Die sind so klein und niedlich, wir können damit kleine Täschchen zumachen, wenn wir sie vielleicht nicht zukleben wollen und einfach mal offen lassen möchten. Oder, ich zeige euch jetzt mal, vielleicht eine Tasche, die ihr auch einfach Anhänger damit befestigen könnt. So einem süßen kleinen Herzchen und dann ist dieser Anhänger frei. Man muss die Tasche nicht aufreißen, wenn sie zugeklebt ist, sondern einfach nur den Anhänger hier abnehmen und dann könnt ihr schon reinschauen, was da ist. Also könnt dann die Tasche sogar weiter verwenden. Die sind reduziert auf 3,97. 100 Stück von den Mini-Holzklammern in Herzform gibt es heute und morgen als 20-jähriges Jubiläumsangebot. Und gebe jetzt ab an Loredana, denn du hast auch noch mal was richtig Schönes vorbereitet, was wir jetzt noch damit machen können. Vielleicht schauen wir mal von oben. Und zwar sind ja die Klammern hier
sehr klein und damit die ein bisschen stabiler werden, einfach immer hinten als kleinen Tipp so ein Punkt Heißkleber. Dann sind die wirklich sehr stabil und halten länger, weil die nun mal sehr zierlich sind. Ne? Wir arbeiten heute auch mit einer Vase bzw. mit Beton. Da haben wir gleich auch noch was Schönes für euch. Ich habe mir hier so ein paar Floristik reingeklebt. Also es ist ja hier aus einer Silikonform entstanden. Eine halbe Vase, Floristik dran kleben, da werden halt die Klemmerchen dran gemacht. Das kann man sich hier einfach mit Heißkleber fixieren. Auf einen Dekorahmen, der schon vorgemalt ist, in der Mitte platzieren. Und dann hat man hier diese Klammern. Und dann könnte man jetzt noch ein paar Glückwünsche bzw. ein paar Schlagworte, zum Beispiel zu einer Hochzeit. Ich wünsche euch Glück. Und Treue. Und natürlich, was darf nicht fehlen? Liebe. Genau. Und dann könnte man jetzt noch weiter ein paar Klammern reinsetzen. Und hier Fotos vielleicht auch sogar. Genau, richtig. Oder aber man könnte sich die Klammern auch auseinander trennen und nur die Klammern benutzen und einmal nochmal irgendwo so immer so reinsetzen und da nochmal kleben. Aber mit Heißkleber und dann einfach immer so reinkleben. Also ich lese hier gerade, erzähl ruhig weiter. Und man könnte natürlich auch unsere tollen selbstgestalteten Herzen hier auch nochmal mit reinkleben. Das ist eine schöne Idee. Entweder mit Heißkleber oder man nimmt Klebepunkte. Interessant bei dem Bild ist, es ist wie so ein Pop-Up-Bild. Ne? Also es ist nicht so platt, sondern schaut einfach so richtig schön in dieser 3D-Optik aus. Und ich lese gerade, dass ganz viele von euch Julia vermissen. Oh, und vielleicht, ich will dir noch nichts versprechen, vielleicht können wir sie auch mal wieder, wenn sie Zeit hat. Sie schaut natürlich immer wieder zu und schickt liebe Grüße an euch alle und gibt uns immer Bescheid, dass wir die ganze Bastelfamilie grüßen sollen, weil sie natürlich auch immer fleißig die Sendung mitverfolgt. Genau. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal, wenn sie Zeit findet, sie nochmal in die Sendung einzuladen. Das wäre toll, ne? Auf jeden Fall. Und dann erzählt sie uns mal, was sie so zu Hause mit den Kindern macht. Genau. So, das war jetzt... Dann hätten wir hier unser Bild. Könnten jetzt hier noch mehr natürlich noch mit reinkleben. Ne? Könnten auf der Seite auch noch ein Herzchen hinmachen. Ne? Dann haben wir die gefalteten Herzen auch wieder mit in Szene gebracht. Ja, genau. Also ihr könnt nicht nur mit den Holzklammern... Anhänger irgendwo anstecken oder Tüten oder Taschen zumachen, sondern auch so tolle Bilder. Tolles Gastgeschenk finde ich total. Auch. Oder auf einer Feier, auf einem Geburtstag, dann kann jeder noch mal einen netten Spruch an die oder Vase. Name draufschreiben, wie so ein Gästebuch würde auch gehen und dann die Namen dran oder so. Das können wir auch machen. Und du hast es schon verraten, du hast da ja mit Beton gearbeitet. Genau. Habe ich zu viel verraten, Silvana? Sorry. Das darfst du doch da. Das darfst du doch. Ich verrate ja manchmal auch schon, weil ich es gar nicht abwarten kann, die nächste Aktion vorzustellen. Denn wir haben unseren Knetbeton reduziert. Der ist nämlich heute und morgen auf 7,97 Euro reduziert. Die Artikelnummer ist nochmal eingeblendet und mit dem könnt ihr total schön modellieren. Was ihr alles modellieren könnt, was ihr machen könnt, zeigen wir euch gleich. Ihr könnt sogar, und das finde ich richtig toll, alte Gläser oder Flaschen und alles Mögliche einfach mal upcyclen. Das heißt, Materialien, die ihr wegwerfen würdet, können wir jetzt mit dem Knetbeton nochmal aufwerten. Und was Schönes rausgeschalten, wie zum Beispiel dieses Teelicht. Du wirst uns gleich erzählen, was wir alles damit machen. Der Knetbeton ist wetterfest und sogar frostbeständig und ihr habt hier 2,5 Kilo, also richtig viel Material zum Basteln. Und du bereitest dich gerade vor. Du legst jetzt alles vor dich hin, was wir benötigen, um mit dem Knetbeton zu arbeiten. Dafür werden jetzt die Handschuhe angezogen. Und dann geht es gleich los. Vielleicht schauen wir uns das gleich auch ein bisschen auch von vorne an. Denn du wirst ja das anrühren. Ja. Das kommt nämlich als Pulver zu euch nach Hause. Genau. Das Mischverhältnis ist 3:1. Das heißt, drei Teile Beton
Ungefähr. Es kommt immer darauf an, wie warm oder kalt das Wasser ist. Man nimmt eigentlich Ja. kaltes Wasser, aber man sollte dann einfach, ich setze mich dabei hin, wenn das Oh okay ja, ist, ne? natürlich. Ja. Und zwar könnten wir, so, können wir unsere Rührstäbchen, ne, oder unsere Eisstäbchen zum Rühren verwenden. Also wir haben ja auch diese tollen Silikonbecher, da kann man immer drei Teile Beton und ein Teil Wasser kann man super auch gleich schon abmessen. Und wir mischen uns also das Wasser immer nach und nach reingeben und immer schön rühren dabei. Das dauert schon ein bisschen, deswegen immer auch ein bisschen Geduld dabei haben. Und es das heißt ja Knetbeton und Ja. nicht Zement. Wenn es sich wirklich nicht wie Knete anfühlt, dann sollte man auch nochmal, wenn es zu flüssig ist, noch ein bisschen Pulver reinmachen oder zu hart dann noch ein bisschen Wasser. Wir rühren das jetzt hier Das um. ist ja das Besondere, dass wir jetzt wirklich mit dem Knetbeton Ja. modellieren können. Wir können etwas ummanteln oder auch ausstechen. Genau. Und ich weiß auch, dass du mit Stempeln sogar gearbeitet hast, weil wir jetzt nicht diesen flüssigen Beton haben, sondern wirklich so eine Masse, die wir in der Hand haben. Also es ist ein bisschen von der Konsistenz schon fast wie Knete. Genau. Das ist richtig. Und mal hier noch mal so ein bisschen. Also ich habe das jetzt zum Beispiel auch gehabt, dass der ein bisschen flüssiger war, also dass er zu flüssig war, dann einfach immer noch mal ein bisschen Pulver rein und fertig, ne? Also Karin Also schreibt auch, Beton ist auch sehr interessant zum Verarbeiten, habe ich mir fest vorgenommen. Dann ist das ja heute ein super Angebot. Genau. Nehme ich mir hier so eine Windradfolie. Die würde ich mir dann hier hinlegen. Und dann könnte man die Knetmasse da drauf geben. Uns gleich vielleicht auch noch mal von oben dann wieder anschauen, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Will meine Hände jetzt nicht so zumatschen, dass sie da sind. Aber geht ja gar nicht anders, ne? Die Knetmasse hier drauf. Dann vielleicht noch mal die ganze Masse etwas höher, Höher. dann Ah ja. sehen wir das noch mal ein bisschen Genau. schöner zu Hause. So, das müsste eigentlich reichen, wenn nicht, ist das sogar Carmen schon. schreibt, ich habe mich noch nicht rangetraut. Gut, dass es jetzt gezeigt wird. Genau. Zeigen gleich auch noch mal, was ihr alles Schönes damit machen Also ich könnt. habe jetzt keine Teigrolle zur Hand, deswegen nehme ich mir jetzt hier einfach mal so ein Glas. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu flüssig. Ja. So, und wenn es dann immer zu flüssig ist, dann können wir immer wieder noch ein bisschen Beton dazugeben. Wenn es zu fest wird, ein bisschen Wasser. Genau. Ein super Tipp, den wir euch geben können. Ich zeige schon mal ein paar Muster. Wenn ihr die Oberfläche glatt haben möchtet, einfach mit einem nassen Pinsel drüber pinseln. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass Loredana hier sogar mit einem Stempel gestempelt hat und das Ganze dann mit einem goldenen Stift nochmal schön angemalt hat. Das heißt, ihr könnt sogar, pass hier mal einmal so rüber, den Stempel euch greifen und dann, wenn ihr das um die Flasche schon gemacht habt, auf der linken Seite anfangen. So und dann schön festdrücken und ihr könnt den Stempel eigentlich so festhalten und die Flasche einfach so ein bisschen drehen. Am besten in einem Zug. Das heißt, ihr startet hier, haltet das mal so ein bisschen schräg und dann so rüber und schon habt ihr vielleicht so einen tollen Gruß. Und dann schön mit Gold nachmalen, dann sieht das toll aus, ne? Wir haben hier überall dieses Konfetti. Das sieht auch echt klasse aus. Hier haben wir zum Beispiel, da hatten wir, glaube ich, einen Becher genommen. Also wir haben ja hier meistens immer ein Glas genommen. Das haben wir in dem Glas auch gelassen. Ihr könnt aber auch einen Plastikbecher benutzen und den Becher dann rausnehmen. Das sehen wir hier nochmal ganz schön, dass das vorab ein Plastikbecher war. Und dann habt ihr sogar den Plastikbecher nochmal recycelt, nochmal verwendet und damit so eine tolle Vase gestaltet. Könnt natürlich auch tolles Teelicht entwerfen. Ihr könnt euch dann einfach wieder eine Keksform oder etwas anderes zum Ausstanzen benutzen. Wenn wir hier jetzt das Licht anmachen, sehen wir dann natürlich auch, wie schön das leuchtet. Und außenrum kann man dann natürlich überlegen, möchte ich das verzieren? Wir haben es zum Beispiel hier jetzt mit einer Bordüre fertig gemacht. Oder lasse ich das so? Das könnt ihr natürlich auch beim Beton dann entscheiden. Wollt ihr es lieber in dieser Naturoptik lassen oder wir malen es einfach nochmal an? Und jetzt So, dann haben wir jetzt hier machst einmal du eine weiter. Masse, die man gut
ausrollen kann und auch kneten. Dann würden wir uns hier einfach mal so ein altes Glas nehmen und das mit dieser Windradfolie einmal so drüber. Das sieht auch immer erstmal sehr wüst aus, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil das ist ja auch Beton. Und Beton ist ja nicht immer glatt. Ist jetzt hier zum Beispiel noch was dran hängen geblieben. Das ist ja auch nicht schlimm. Dann klebt man sich das dann halt hier wieder dran. So, und natürlich gibt es immer den Tipp, wenn ihr bestimmte Flächen glatt streichen möchtet, dann könnt ihr nochmal mit einem Pinsel ein bisschen Wasser drüber gehen. Ich habe das jetzt einfach mal mit dem Doré-Lack lackiert. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt diesen Schimmer so sieht oder ob es hier einfach zu hell ist und das zu überdichtet ist. Vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen. Es ist ein bisschen am Schimmern. Wenn es trocknet, dann ist es dann wahrscheinlich noch mehr. Genau. Ja, jetzt sehen wir schon ein bisschen, ne? Also hat einen ganz tollen, oh ja, jetzt sehen wir es. Also manchmal ist es hier im Studio so hell, dass wir das gar nicht so richtig sehen, aber also in echt hat das einen richtig tollen goldenen Glanzeffekt, was richtig klasse aussieht. Das wertet nochmal diesen Beton auch richtig toll auf. Ja, also es sieht jetzt hier sehr matschig aus, was ich hier mache. Das lag jetzt daran, dass eben die Masse einmal ein bisschen zu klebrig war. Aber ich finde das immer auch schön, wenn das nicht immer alles so glatt und so gleichmäßig aussieht, sondern wenn man da immer so ein bisschen was draufsteckt und dann wieder so ein bisschen glatt rollt. Später wird es dann so aussehen. Ja, und genau. Das Schöne ist, zu Hause haben wir immer unterschiedlich große Gläser. Das heißt, es kann mal ein großes, mal ein kleines. Ja. Und dann passt das auch immer so harmonisch zusammen. Richtig. Auch wenn die Gläser von unterschiedlichen allein schon wegen der Optik, ne? Wegen der Optik, ne? Also hier ist wieder ein Loch entstanden. Mhm. Das ist nicht schlimm. Das flickt man sich dann halt wieder. Ja. Also. Ne? Und dann kann man nochmal mit einem Pinsel dran gehen und das Ganze glatt machen. Ne? Aber vorher wollte ich euch einmal zeigen, wie man so ein Herz ausstanzt. Also ein bisschen höher, genau. Ja. Jawohl. Ich dachte schon, das Wasser fällt jetzt hier runter, aber hat noch geklappt. Wir haben einfach so einen Kartenhalter genommen, haben den nach vorne gebogen und dann kann man hier reinstechen. So, genau, ein bisschen mittig. Das tue ich dir auch schon mal hier hin, da hast du ja auch noch mal was gemacht. Und die Vase von eben hast du natürlich auch in diese Silikonform rein gearbeitet, also schön drauf gepresst, dass du die dann als halbe Form benutzen konntest. Also hier kann man das Herz dann so ein bisschen rausschaben. Genau, unser Tipp ist, ihr könnt Material vielleicht, was ihr zu Hause habt oder beim Fasziner. Das ist hier Fasziner, genau. Das ist jetzt hier Werkzeug, genau. Mhm. Ja. So, und dann geht man einfach mit dem Werkzeug nochmal nach und... Also hier wird schon geschrieben, wow, tolle Idee mit dem Knetbeton. Das ist echt schön. Und jetzt denkt man sich immer, ah, das sieht so unsauber aus. Aber sobald man da mit dem nassen Pinsel drüber geht, verwischt sich das und wird richtig schön. Richtig, also das müsste man jetzt nochmal... Also die ganzen Kanten, die so ein bisschen... Müsste man jetzt nochmal so ein bisschen glatter kneten. Ne? Aber man sieht schon, wenn ich mit dem nassen Pinsel drüber gehe, dass das alles so ein bisschen glatter wird. Ne? Dann könnt ihr euch so ein Windlicht gestalten. Mhm. So würde das Ganze dann aussehen. Deins ist natürlich ein bisschen größer, weiter verziehen oder einfach so lassen, wie ihr das gerne möchtet. Mhm. Und dann schon mehrere ausstechen zum Beispiel, dann ein Teelicht rein oder so. Auch richtig Spaß. Ne? Also Loredana ist da schön fleißig am Modellieren. Da kann man sich auch Zeit lassen. Der härtet also das nicht macht wirklich so schnell. Spaß. Man muss einfach nur gucken, dass man halt auch ein bisschen Geduld hat, dass auch die Masse dann auch wirklich die richtige Konsistenz hat. Ne? Und dann kann man auch Sachen reindrücken, ne? Zum Beispiel ein Herzchen oder so. Man könnte die jetzt auch einfach reindrücken von innen und dann hätte man so einen Abdruck oder halt die Stempel, wie du auch schon gesagt hast. Ne? Oder das Holzelement. Genau, dann könnte man einfach so weitermachen. Ja. Ne? Und immer wenn ihr sagt, ich möchte das ein bisschen glatter haben mit dem nassen Pinsel nochmal drüber. Genau. Und ihr habt eine Stunde Zeit zu modellieren, dann wird die Masse erst so richtig fest. Das heißt, ihr
müsst euch nicht so beeilen, sondern könnt ganz in Ruhe mit dem Knetbeton arbeiten. Während du vielleicht weitermachst, schauen wir uns einmal schon unsere Empfehlungen an, die wir für euch haben, schauen uns danach auch die Termine an und gehen vielleicht gleich dann noch einmal die ganzen Aktionen durch. Da war ja heute einiges. Wir haben zum Beispiel die Styropor-Torte verwendet in Verbindung mit den Kartenhaltern, aber auch den Kreativrahmen. Da gab es ein richtig tolles Pop-up-Wandbild. Die Silikonformvase haben wir natürlich dazu auch benutzt. Herzen haben wir noch so, so viel im Shop bei uns als Sticker, als Standschablonen und vieles mehr. Und die Faltblätter, das ist nochmal ein besonderer Tipp von uns an euch, die sind rund. Das heißt, wenn ihr sagt, ich will das gar nicht so ausschneiden, um dieses Faltherz hinzubekommen, könnt ihr einfach die Faltblätter benutzen und direkt loslegen. Und dann gucken wir einmal weiter zu den nächsten Terminen. Am 19. gibt es unseren großen Basteltag bei QVC. Da wird wieder sehr lange gebastelt. Von 0 bis 11 Uhr sind wir dann auf Sendung. Seid auf jeden Fall gespannt. Da gibt es wieder tolle Ideen, ganz tolle Bastelmaterialien. Ein super Tagesangebot. Ich verrate noch nicht, was es ist. Vielleicht wissen es einige schon. Und unsere Sendung nächste Woche am 17. ist dann wieder um 14 Uhr. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, gehen wir vielleicht nochmal alle Aktionen durch, die wir heute hatten. Und zwar hatten wir als erstes unsere Kartenhalter. Die könnt ihr für Fotos, Notizen, Bilder, Gutscheine oder auch Nachrichten benutzen. Ihr habt da insgesamt 25 von den Kartenhaltern, die ihr benutzen könnt für verschiedene Anlässe. Die sind auf 7,97 Euro reduziert. Dann hatten wir unser Diamant-Dekoband jeweils in drei Farben. Da habt ihr 250 cm von jeder Farbe. Da könnt ihr euch für 99 Cent eins schon schnappen. Da ist die Vorderseite sowie auch die Rückseite richtig edel in diesem tollen Goldschimmer. Also ich muss die eigentlich gar nicht bewegen und das sieht schon klasse aus als Rolle. Ja. Fertig. Dann hatten wir unsere Ballons, das sind unsere Zauberballons, da könnt ihr einfach draufhauen und die blasen sich dann auf. Dazu gibt es ganz viele verschiedene Motive. Jedes Motiv ist auf 97 Cent reduziert. Ihr habt aber auch einen tollen Stiel dazu mit einer niedlichen Schleife und auch ein Podest, was ich jetzt gerade nicht zur Hand habe, aber ihr habt es hoffentlich eben schon gesehen. Ach hier. Dann hatten wir unsere Doré-Papiere. Da haben wir alles, was mit Doré heute zu tun hat in der Aktion. Die sind 50% jeweils reduziert. Wir haben Grußkarten in verschiedenen Größen und auch Farben. In tollen Pastelltönen, in B6, in C6. Wir haben auch Umschläge. Wir haben tolle Champagnertöne, zum Beispiel auch mal als große Karte in 16x16. Wir haben den Dekokarton, den könnt ihr auch super zum Verbasteln benutzen. Der ist auch 50% reduziert in Doré und die Briefumschläge gibt es auch. Und sogar unser Doré-Lack, der einen richtig tollen Goldschimmer erzeugt, ist heute und morgen reduziert. Das Ganze 50% ist ein super Lack, den ihr zum Versiegeln benutzen könnt, der auch dann einen tollen Schimmer mit sich bringt. Dann waren unsere Farbverläufe, unser Dekokarton mit den Farbverläufen reduziert auf 4,97. Das heißt, falls ihr mal Grußkarten gestalten möchtet oder was anderes, sieht das mit diesem Farbverlauf so toll aus. Da habt ihr unterschiedliche Farbgebungen in einem. Das heißt, die Farbverläufe ändern sich immer. Es gibt eine helle Sortierung und eine schön kräftige Sortierung. 30 Bogen habt ihr in jeder Sortierung jeweils. Die Artikelnummern sind für die hellen und dunklen auch eingeblendet. Ich zeige noch einmal die dunklen und dann schauen wir uns auch schon die nächste Aktion an. So, und zwar sind das unsere Holzklammern. Da habt ihr insgesamt 100 Stück in einem. Und das war unser 20-jähriges Jubiläumsangebot für euch. Die sind auf 3,97 Euro reduziert. Damit könnt ihr ja niedliche Nachrichten oder Botschaften irgendwo anheften, Anhänger vielleicht festmachen oder so eine tolle 3D
tolles 3D-Bild gestalten. So könnt ihr zum Beispiel einen liebevollen Gruß an eine Tasche aufhängen, ohne ja, großartig etwas aufzukleben. Und die sehen super niedlich aus und sind so schön klein und zierlich und sehr zart. Und dann gab es nochmal unser super Angebot mit dem Knetbeton. Der ist nämlich heute auf 7,97 Euro reduziert. Den könnt ihr super modellieren. Da habt ihr eine Stunde Zeit, um ja, einfach mal kreativ zu gestalten. Dann könnt ihr damit tolle Lichter, ich lege den Beton mal so von so hinten weg, weil der ganz schön schwer ist. Da habt ihr nämlich 2,5 Kilo. Und solche tollen Sachen könnt ihr damit entwerfen. Natürlich auch komplett ohne ein Glas, vielleicht selber modellieren, wer da Spaß dran hat. Da habt ihr ganz viele Möglichkeiten als Teller, als Vase, als Glas. Da könnt ihr ganz, ganz vieles mitgestalten. Das waren unsere Angebote für heute. Vielen Dank, Loredana. Hat Spaß gemacht, die Sendung mit dir zu eröffnen. Und ja, das waren unsere Ideen. Wir sind gespannt, was ihr für Ideen mit den ganzen Bastelmaterialien habt. Wir schauen jetzt noch einmal, wer unser Gewinnspiel gewonnen hat. Und zwar ist das Carmen Eding. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit unserem super Überraschungspaket. Mit Herz. Und, ja. Und wir sagen bis nächste Woche und dann geht's wieder weiter mit dem Basteln. Bis Tschüss.